herzlich willkommen zu einer neuen Episode Horizon Zero Dawn. Wieder am Start sind wir hier und haben unsere Ausrüstung für unsere Jagd außerhalb des Beckens vorbereitet. Und machen uns jetzt gerade auf den Weg zu Ross. Oh, nicht schon wieder. Ey, es kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Etwas Vorrat. Du kleine Drecksmade, ey. Jetzt müssen wir aufpassen, weil dieses Viech da macht uns natürlich richtig Ärger. Ich glaube, ich bin sicher. Glaube ich nicht. So, den haben wir schön fein säuberlich zerlegt. So. Oh Mann. Die Halsschmerzen kommen wieder. Aber egal, damit müssen wir um. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen gut Ausrüstung gepackt. Die Lohe sind wichtig, wenn wir Feuerpfeile machen wollen. Ernsthaft. Ach ja, und wenn ihr Lohe mit Feuerpfeilen beschießt, reagieren die Viecher darauf sehr allergisch. Na komm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass nach dem letzten Patch der Hard-Modus auch wirklich mal aufs Hard gestellt ist. Was schon sehr faszinierend ist. Also musst echt jedes kleinste bisschen im Inventar mit aufnehmen. Mal sehen, was haben wir denn? Da haben wir einen Wächter. Den habe ich aber nicht zerstört. Oder war der mit auf meiner Suchliste? Mal sehen. Da ist noch eine Heilpflanze, die nehmen wir mit. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, und man kann nie wissen, wie sinnvoll dieses Radar ist. Deswegen immer mal zwischendurch einschalten.
Wenn ihr zum Beispiel gezielt auf die Jagd nach kleineren Tieren geht, wie zum Beispiel den Fuchs da hinten, na, oder wenn ihr andere Sachen braucht, wie Wildschweinleder oder so, lohnt sich das immer. Explosion und Geschrei außerhalb des Beckens. Was da wohl los ist? Ja, die Party werden wir gleich miterleben. Na. Lagerfeuer entdeckt. Oh, ein Gobble, Gobble. Ein Gobble, Gobble erlegt. Na? Das läuft schon mal gut. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja. Also das ist der Ausgang und hier ist das Lager und an diesem Lager treffen wir jetzt den Rost. Mit drei Wetterwachs. Aloy, du bist hier. Ja, bin ich. Sprich mit mir. Hui. Storytime. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Mach das doch nicht so spannend, Junge. Wir wollen wissen, was uns da draußen erwartet. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. So, jetzt machen wir eine kleine Rast neben dem guten Rost und schauen, was uns erwartet. Kollege Snowdragon streamt nebenbei gerade live Mass Effect. Leider wird das Video erst die nächsten Tage angehen, aber guckt mal gerne auf seinen Kanal rein, Snowdragon auf YouTube. Wie gesagt, er hat jetzt gerade Mass Effect Andromeda eine Woche vor dem eigentlichen Release. Das ist schon der Hammer. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die Also das Becken ist für alle Bewohner eine Art Schutzzone. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Oh, das ist ein Sägezahn. Und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Kaputt gegangen. Maschine, das war's. Was für eine Maschine? Ein Fuchs? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Also, wir wollen uns ja zur Kriegerinnenprüfung anmelden. Und daher, wenn wir uns jetzt hier draußen bewegen, wahrscheinlich muss ich jetzt ein bisschen rumtricksen, mal sehen. Herstellen. Was wir dort haben, nehmen wir jetzt mit. So. Unsere Stolperfalle ist geladen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir unsere Tragekapazität erweitern. Ein bisschen Holz sollten wir übrig behalten. Und wir haben ein Level gemacht. Das nehmen wir natürlich auch noch kurz mit. Wir sollten nicht irgendwie zu schwach. Wir nehmen den Sammler mit. Damit finden wir jetzt, wenn wir Sachen auseinandernehmen, mehr Rohstoffbeutel.
wir heute die Einzigen hier draußen. Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Ja. Oder dein Tod, wenn du nicht aufwachst. Aber du bist so ein Pessimist, Ross. Das ist echt nicht nice. Überhaupt nicht. Gobbel, gobbel. Das Wildschwein da hinten würde ich gerne mitnehmen. Aber das ist hier draußen echt zu gefährlich. Besonders mit so einem so niedrigen Level. So, und jetzt sind wir auch schon in einen Teil der Kampfzone reingerückt. Mal sehen, was uns erwartet. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Bruder Tuck. Du bist ja süß. Komm kuscheln. Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Ach, Ross, du bist was ein kleiner Feigling. Ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Ja, du wiederholst dich. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? So. Sehr schön. Erstmal müssen wir wissen, wo ist dein Schwachpunkt. Dein Schwachpunkt ist unterm Bauch, deswegen immer schön die Markierung nutzen und gucken. Wie ärgern wir unser Tierchen am besten? So. Ohne Munition bringt das nicht. Ja, ja. Wir haben ja noch einmal, wo wir machen können. Ihr müsst die echt so verdrahtet wie nur möglich hinstellen. Umso einfacher ist es nachher, das Viech da reinzulocken. Na, wo ist denn Dickerchen? Da ganz hinten. Na, reagierst du mal? Jetzt haben wir endlich mal einen Gebrauch für die Steine. Da. Sehr schön reinlaufen. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. Er braucht ein bisschen mehr Stromstöße.
lahmgelegt zu werden. Deswegen konzentriert euch immer auf die Schwachpunkte. So, das hat jetzt gereicht. In diesem Fall nehmen wir jetzt gleich mal den Feuerpfeil und machen uns ganz weit vom Acker. Ihr seht, wenn man sich nur auf die Schwachpunkte konzentriert, hat man die beste Chance, ihn platt zu machen. Und einen schönen Schlag in den Nacken und schon haben wir einen Sägezahn erlegt. Ja, es hat jetzt ein bisschen Vorbereitung gekostet und ohne die Stolperfallen hätten wir das tatsächlich nicht geschafft. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Na, was willst du uns zeigen? Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? 7 Stück. Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy. Das ist eine Philosophie, die man sich echt mal zugute führen muss. Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wie weg? Nein! Wir sind hier fertig. Folg mir. Du kleiner Arsch. Du willst sie verlassen, wenn sie als Kriegerin ist. Nee, du. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Wir machen keine Gefühlsduselei. Wer der Meinung ist, dass er uns ignorieren muss, dann machen wir das. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo im Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Red is back. Bis dann, meine Freunde.